Ist hier was angekommen schon? Ach, guck mal, 100 Wein. Das ist ja Wahnsinn. Die Taverne muss fertig werden. Wir können den Wein sonst nicht... 100 Wein, warte mal. Verkaufen wir den dann auch? 100 Wein, 100 Wein, 100 Wein. 50, wir verkaufen den auch. Der müsste auch verkauft werden, theoretisch. Die Taverne hat 14. Und ja, hier möchte ich gerne echt noch jemanden drauflegen. Da ist keiner da. Kanada. Schade eigentlich. In 2 Tagen gibt es Einwanderung, die kommen dann ins Kloster. Sie wissen es nur noch nicht. 15 Werkzeuge. Sehr gut, sehr gut. Und es sind... Schade, es sind nicht mehr Werkzeuge da. Es geht halt langsam jetzt. Unser Schmied ist aktuell die Bremse, aber wir brauchen auch nicht an so vielen Stellen die Werkzeuge. Das heißt, wenn wir jetzt aufhören zu bauen, weil mit öffentlichen Gebäuden sind wir danach ja im Grunde durch, so was man errichten kann, da ist es dann schon so, dass man sagen muss, jo, der reine Schmied hat eigentlich für die ganze Zeit gereicht. Und man hat ein funktionierendes Wirtschaftssystem so einigermaßen gehabt. Und das ging eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen Kohle zu viel, wir haben sogar noch Eisen übrig. Und ab und zu produziert der Schmied da sicherlich auch noch was dazu. So ist es nicht. Da hat hier gerade erst 3 Werkzeuge hergestellt. Die müssen noch geholt werden. Die Soldaten sind zurück. Das heißt, wir haben noch mehr Wein bekommen, theoretisch, den wir nicht verwenden können. Es sei denn, der wurde mal abverkauft. Weiß ich halt nicht. Das kann ich nicht so genau sagen. Und das... Jetzt haben wir noch ein Werkzeug. Es geht also echt mühsam, wenn man keine Werkzeuge hat, ne? Und das Kaufen ist halt auch echt ein lahmes Ding. Es geht auch nichts über eine vernünftige Vorratshaltung. Ich bevorrate mal kurz die Werkzeuge. Dass mal dazu mit 6 Stück zusammenkommen. Denn die einzelnen, jetzt fehlen nämlich noch 7. Dann bevorraten wir mal 7 Werkzeuge. Mal gucken, ob es klappt. Ich beobachte das genau. 4. 4. Kommen jetzt entweder vom Händler oder eben vom Schmied. Und 5. Geld haben wir auch. Das heißt, wir können jetzt auch gut Werkzeuge kaufen. Einwanderung in 3 Tagen, ob dann auch der Händler mitkommt. Jetzt sind es schon nicht, wie ich bevorrate, aber trotzdem geht es wieder runter. Das klappt ja super. Da kann ich es auch freigeben. Da sind immer noch 18. Kommt da jetzt mal jemand? Wer ist denn da aktuell der Verantwortliche? Hier, wer ist da Verantwortlicher? Sie bringt 3 Werkzeuge. Guck mal, wo ist sie denn? Die kommen da jetzt natürlich turboartig angeflitzt. Ich dachte, sie bringt 3 Werkzeuge. Sie holt sie noch, oder wie? Sie weiß das schon, dass sie 3 Werkzeuge holen gehen wird. Mal gucken, wo sie hingeht. Da aus dem Lager holt sie die. Zack. Der Weg ist ja nicht umständlich. Also man muss doch da auch irgendwie von der anderen Seite drankommen können. Ich weiß das nicht. So, da baut sie auch sogar ein bisschen. Und jetzt fehlen noch 4 Werkzeuge. 4 Werkzeuge fehlen noch. Sie geht jetzt sowieso. Sie ist fertig mit uns. Wer kommt da als nächstes? Da kommt die, die bringt 1 Werkzeug. Wenn ich jetzt nochmal bevorrate, haben wir es auch nicht geschafft. Da fehlen jetzt noch... Wer fehlt da jetzt noch? 3 Werkzeuge fehlen da noch. Da hätte ich jetzt gerne nochmal kurz 3 Werkzeuge zusammen. Dann haben wir es... im Grunde haben wir es. Ich... Guck mal kurz, wo die... Ach, die Isabel. Hey, Isa. Wo bist du denn, kleine Flitzer? Da kommt sie und sie holt gerade ein paar Ressourcen. Wahrscheinlich auch hier am Lager. Zack, 1 Werkzeug oder sowas hat sie jetzt in ihrer Kiste. Das ist ein großes Werkzeug. Das ist ein großes, 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 großes Werkzeug. Und zack, zack, zack. Fehlen noch 2. Da kommt noch eine. Ich tue die Isa verlassen und wir gehen nochmal die 1808 besuchen. Die 1808, die flitzt jetzt auch dahin. Es gibt irgendwo 19 Werkzeuge. Wow. Das heißt, wir haben die fertig. Zack. Taverne. Ja, jetzt kommt passend zur Taverne das Gewitter. Na gut. So, jetzt... ich mach mal hier die Einwanderung. Ne, lass ich noch weiterlaufen. So. Gewählte Funktion. Das hier ist was? Die Russika ist die Bedientheke. Und die Steinhalle wird der Aufenthaltsraum. Und das hier wird
auch nochmal Aufenthaltsraum und die Kabine wird nochmal Bedientheke. Und hier verkaufen wir Wein und hier, das machen wir nicht, da wird Aufenthaltsraum. Da wird Wein verkauft und dann haben wir hier noch die Küche. Und jemand in der Nähe, wir könnten den Steuereintreiber als Koch einstellen. Das finde ich irgendwie sehr reizvoll, weil der muss Käse und Wildschwein besorgen. Und Wildschwein gibt es hier nicht. Das ist das Problem. Dann haben wir noch einen Barkeeper. Dann nehmen wir doch den Vogt. Wir nehmen einen x-beliebigen Barkeeper und der muss den Wein besorgen. Und dann haben wir jetzt die Taverne am Laufen. So, Rabbelbach einklappen. Wir gehen mal wieder zurück auf 2. Das ist tatsächlich ein Problem, dass wir das Wildschwein aktuell, glaube ich, nur dort zwischenlagern. Das heißt, das Wildschwein müsste auch irgendwie nach da kommen. Nach da, damit man es verkochen könnte. Das ist halt ein Krux mit dem Wildschwein. Wir haben hier einen Lagerplatz tatsächlich für Wildschwein. Da wird natürlich Einfluss auf den Fisch haben, wenn das geholt werden muss. Mal gucken, ob das irgendwie klappt. So. Ja, jetzt haben wir noch eine Taverne gebaut, die echt sehr süß ist. Ja, natürlich, meine Truppen kriegst du sofort. Meine Söhne gebe ich dir gerne. Den Otto, den Julian, den Martin, den Wilhelm, weil er keine Mütze hat, und den Oliver. Und sie kommen doch eh alle wieder zurück, da passiert doch gar nichts an der Ausflugsfahrt. Da ist ja ein Urlaub im Schullandheim gefährlicher als die Kriege, die die hier führen. Ja. Das muss man einfach mal so erkennen sagen. Was ist denn eigentlich hinten passiert in der Zeit? Da sind wirklich zwei Häuschen so im Gebüsch entstanden. Das ist schön. Dorfbewohner und Soldat. Warum wir Dorfbewohner und Soldat steht, weiß ich noch nicht. Ist hier auch nicht wirklich gewachsen alles. Das kann man nicht so sagen. Jetzt haben wir hier leider so schlechtes Wetter. Wobei, es ist schon echt hübsch geworden, guck mal. Auch mit schlechtem Wetter. Ich mache mir hier die Dinge aus. Sammeln wir noch ein paar Impressionen. Warenliste aus. Gehen wir mal auf Geschwindigkeit 1 runter. Weil letztendlich viel mehr bleibt dann in diesem Spiel gar nicht zu tun. Das ist also jetzt, ab jetzt wird es auch nur noch mühsam. Das bedeutet aber nicht, dass die paar Stunden, bis es so mühsam wird, das jetzt noch weiterzuführen, dass die nicht wahnsinnig viel Spaß machen. Und wir haben, glaube ich, eine wirklich süße kleine Welt erschaffen. Und vielleicht sehen wir die dann tatsächlich auch wieder, wenn es Content-Patches gibt, oder man muss halt nochmal neu anfangen. Ich würde das Spiel gerne weiter verfolgen und begleiten. Ich glaube, es hat unglaublich viel Potenzial. Ich muss ehrlich sagen, ich würde tatsächlich dieses Versorgungssystem ein bisschen entschlacken. Da müssen die Leute nicht zwei verschiedene Sachen essen. Weil das auch einfach von den Märkten her ganz schwierig ist, finde ich. Das ist, ich weiß nicht, das gibt es oft nicht her halt. Ne? Theoretisch ist es gut, aber auch bei ein bisschen Menge Leute, das muss ja auch alles berechnet werden. Und die bauen dann noch wild ihre Häuser ohne Sinn und Verstand. Und dazu müsste man Straßen einzeichnen können und so, damit das auf Dauer funktionieren kann halt. Ne? Weil die Karte ist ja doch so groß. Und jetzt stell dir mal vor, das habe ich früher bei SimCity mal gemacht. Und ins Wasser gucken. Hui, das wollte ich jetzt nicht. Bei SimCity früher, auf dem Amiga damals, auf dem Amiga 500, das war so von oben drauf mit Vierken, aber da hat man die Karten immer ganz voll gebaut. Da hat man die Karten voll gebaut, bis sie hier so zugepumpt waren. Ne? Da war alles komplett zugepumpt und hier geht das halt, sieht witzig aus, sieht man hier irgendwas vom Dorf? Ja, man sieht es ja schon so ein bisschen. So außerhalb der Karte unterwegs mal. Das jetzt noch einen 3D-Drucker geben und sich ausdrucken, ne? Das wäre es jetzt. So als kleines Diorama. Mit Farben direkt. Mit Farben. Lackiertes Diorama hätte ich gern. Dann steht die Platte da so und verstaubt. Aber schön. Das ist schon schön. Also echt süß geworden. Was ist denn da noch im Busch? Ach, da wohnt jemand mittlerweile mal. Der hat ja einen sensationellen Ausblick. Ja gut, das war vernünftig. Die anlandigen Winde könnten sonst das Haus umreißen. So reißen sie das Dach ab.
Ja, nee, jetzt haben wir halt schlechtes Wetter zum Abschied. Das kann man sich nicht mal so aussuchen. Es ist, wie es ist. Ich würde, glaube ich, gerne noch mal ein paar irgendwem folgen. Zum Beispiel, wer ist denn hier? Was macht denn eigentlich der Schmied? Schmiedi, Schmiedi, Schmiedi. Die Hildegard. So, Hildegard. Wir werden dich noch mal bei deinem Tagesablauf begleiten. Sie arbeitet gerade. Sie arbeitet gerade. Ach da, guck mal, das ist Hildegard. Das ist Hildegard. So. Jetzt hör doch mal auf, da rumzubackeln die ganze Zeit. Ich will Hildegard gucken. Hildegard TV. Na, wir haben also diesen einen Schmied, damit haben wir die Riesenstadt aufgebaut. Also ein bisschen Trial and Error, was man denn so braucht und was nicht. Und viele Sachen sind zu viel und bringen das ganze Wirtschaftssystem in kürzester Zeit zum Kollaps. Also wenn du jetzt so eine zweite Infrastruktur aufbaust mit Eisenmine, mit Eisenschmelzer, mit Schmied, mit Köhler, das war bei mir irgendwie schon ein Kollapspunkt in meiner ersten Stadt. Da war es relativ vorbei, weil das einfach nicht mehr funktioniert hat. Deshalb war ich da jetzt vorsichtig und habe die gar nicht mehr irgendwie mehr irgendwo angesiedelt. Siehe da, es funktioniert mit einem Schmied und der Infrastruktur für einen Schmied viel besser als mit zwei Schmieden, mit Infrastruktur für zwei Schmieden. Ich weiß nicht, ob es der hauptursächliche Punkt war. Ich habe jetzt auch erst gelernt, dass man Kirchen durch Zusammenschustern von Hauptgebäuden wesentlich größer machen kann und dadurch nicht so viele braucht. Und dann sind die am Ende tatsächlich billiger. Weil wenn du viele kleine Kirchen hast, sind die teurer als eine große, weil die irgendwie maximal 40 kosten, aber so eine kleine kann auch schon mal 25 kosten. Und dann kriegst du in die eine 30 Leute rein und die andere jetzt plötzlich 90 und hast aber nicht die doppelten Kosten. Mit dem Glauben hatten wir hier ja gar keine großen Schwierigkeiten, auch jetzt nicht. Und das war bei mir ganz anders, weil ich viele, viele Kirchen gebaut habe, aber ich habe dieses Zusammenschachteln hier erst im LP rausgekriegt. Und das war echt gut, dass ich das rausgekriegt habe. Und da bin ich wirklich froh drum. Die gehen jetzt mal ein bisschen langsamer, die Leute, weil wir ja auf 1 spielen waren. Ein Gesandter ist noch gekommen, wieder im Audienz. Was will der denn von mir? Ich soll noch jemandem helfen, aber... Nee, sorry, Junge. Wo reitest denn du lang? Wir begleiten auch nochmal den Gesandten, das haben wir noch gar nicht gemacht. Was ist da, die Hand, die er so nach hinten wegstreckt? Es hat auch keine Konsequenz, wenn man Nö sagt. Man kriegt halt was nicht. Aber keiner ist ein Bös, weißt du? Der hält da sein... Das Pferd ist echt süß. Der hält da sein Plättchen so hinter sich her, ne? Schon niedliches Pferd, oder? Ich finde echt süß. Sind da im Wald auch keine Räuber? Den Berg runter kann das Pferd leider nicht besonders gut reiten. Ah, was ist eine epische Szene hier, oder? So durch den Regen reitet der Gesandte. Mit seiner absagenden Nachricht der eigenen Hinrichtung entgegen. Denn diese 5 Boot wären... notwendig gewesen ist, macht der Eleganz gerade so ein bisschen den Abbruch, wenn das Pferd mit der Nase im Berg steckt. Und er weiß es genau und trotzdem tapfer reitet er dem Untergang entgegen, 40 Tage lang. Oder auch nur bis zur Kante der Map und dann verschwindet er. Gruselig. Ach, guck mal. Hier ist... Ist die Karte zu Ende? Wie geil, wie geil! Nice Scheiß! Hier sehen wir... Oder er ist gerade dem Waldgeist zum Opfer gefallen. Das ist der Waldgeist. Das ist der Waldgeist, der spukt hier so rum. Und haben wir noch einen Bug gefunden. Alles gefixt, gar kein Problem, sage ich da nur. Der Weg endet also wirklich ein Stück vor der Karte. Ich dachte, der reitet so aus der Karte raus, zumindest irgendwie, und verschwindet an der Grenze der Karte. Aber dann verschwindet vorher in der Rüstung eines verblichenen Ritters. Und wo ist denn jetzt eigentlich die Lady Hildegard? Also das Mädel. Ach, sogar ein Bürger. Die ist wirklich bürgerlich. Die kleine Maus da mit ihren 19 Jahren ist bürgerliche. Die werden auch gefühlt nicht älter. Ich weiß nicht, was das mit dem Alter in dem Spiel ist, ob da noch mehr kommt. Aber gefühlt werden die immer ein bisschen älter und wir ein bisschen jünger oder gar nicht. Die bleiben einfach, was sie sind. Immer. Was natürlich daran liegen kann, dass wir jetzt nur 181 Wochen gespielt haben. Also... Wobei das ja auch ein paar Jahre sind. 52. Nee, stimmt nicht. 52, doch, 52 Wochen hatten ja.
dann waren das jetzt doch über 3 Jahre, die wir gespielt haben. Ich habe ja mal wieder unseren gewohnten Speed gegeben. Sonst sind wir ja irritiert. Oh, das war eine coole Szene. Jetzt nicht so. Wo geht sie denn eigentlich hin? Ach, Bedürfnisse erfüllen. Was hat sie denn noch? Wein will die. Die alte Bürgerin will saufen. Die geht in die Taverne, die. Alter. Zack. Und, kriegt sie Wein? Na? Was ist mit dem Luxusbedürfnis? Und jetzt hat sie schön gepichelt. Nice. Wie gut. Hildegard, die Schnapsdrossel. Wie süß. Wie süß. Schön. Schön, schön. Haben wir hier bei den Mönchen mittlerweile eigentlich... Ich mache hier noch voll. Das geht nicht. Aber jetzt haben wir auch einen Kräuterkundigen. Ja, Gott sei Dank, einen Kräuterkundigen. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Kräuter produziert. Das freut mich. Das ist so wichtig. Guck da, da, ne, guck da, guck da, guck da. Und geht so. Hält sich ein bisschen in Grenzen. Ist okay. Aber wir produzieren mal einen, schau mal. Schildkräuter herstellt. Traum herstellt. Ach, Fässer brauchen wir da dafür. Das wusste ich nicht, aber wir haben ja Fässer zum Glück. Ohne Fässer kein Wein. Wieder was gelernt. Was hat denn die Kneipe hier schon so verkauft eigentlich? 25 Wein in dieser Woche für 2500 verkauft. Respekt. Respekt, Respekt. Dagegen klappt es mit dem Käse wieder nicht. Der Käse klappt nie. Ich weiß nicht, was der Käse hat. Der Käse ist doof. Egal. Es gibt einfach Käse. Irgendwo gibt es Käse. Nicht zu kriegen ist das Problem. Aber... nicht das unsrige für den jetzigen Moment. Wir gehen wieder dahin, wo es alles angefangen hat. In die Dorfmitte. Und, Ja, hier begann alles. Das war der Anfang von allem. Und, ich würde sagen, wir sind damit wirklich jetzt am endgültigen Ende dieses LP angekommen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt das Spiel nur noch kaputt machen an diesem Punkt. Und wir warten jetzt mal ab, ob es im Laufe des Jahres ein paar große Patches gibt, ob da neue Sachen reinkommen, weil es gibt ja hier noch so Sachen, solche haben wir gar nicht gemacht, irgendwie Mauern. Ne? Du kannst Mauern bauen, um die Stadt zu verteidigen auch und sowas, aber das ist nicht nötig zurzeit. Ne? Das ist ein Early Access, da sind viele Funktionen noch nicht drin. Und mal gucken, was sich da noch entwickeln wird, ob da vielleicht auch noch irgendwann Überfälle kommen oder dergleichen, dass man die Stadt auch wirklich absichern müsste. Die 5 Soldaten, die brauchst du halt, um sie auf Missionen zu schicken. Mehr brauchst du nicht. Die anderen Türme können leer bleiben, weil es einfach nur Verschwendung ist, wenn man sich da wenn man da Zeit mit verplempert, da irgendwie was reinzustecken. Und 5 reichen völlig. Die anderen Türme braucht man nur fürs Prestige. Das ist einfach so. Für das Prestige hier oben, für beim König irgendwie, dass man dann auch wirklich hier diese Jagdhütte und die sowas bekommt, die Waffenschmiede bekommt, aber auch die braucht man aktuell eigentlich nicht wirklich. Die Soldaten sind bei uns immer unbewaffnet in die Schlacht gezogen, hat keinen interessiert, wir haben unsere Kohle bekommen. Ist halt eine Early Access, da ist noch nicht alles so 100% balanced, aber ihr seht, das Spiel ist jetzt nicht irgendwie kurz für das, was man da kauft. Und es gibt verschiedene Karten aktuell, die sind nicht random generiert, sondern es sind immer die gleichen. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, mit Küste gespielt. Es gibt dann noch die normale, glaube ich. Es gibt Tal, also Flusslauf und so. Und Brücken haben wir jetzt gar keine gebraucht. Die gibt es dann für andere Karten. Gibt es eine Holz- und Steinbrücke. Also insofern, ich glaube, es hat schon einen Spielwert, der recht hoch ist. Ich habe ja jetzt mit einer Stadt ja gespielt bis zum Kollaps. Und jetzt hier mit der Stadt mit euch im LP bis zu diesem doch erfolgreichen Ende möchte ich sagen, wir haben Geld. Ich hatte nämlich bei der anderen Stadt minus 20.000. Und in der Art ist das Brot gerade wieder all. Also es wird zum Ende hin wird's knifflig. Ja, es ist schwierig, die Leute noch zufriedenzustellen. Ab und zu so eine Kündigungswelle könnte viel ausrichten, habe ich das Gefühl. Und müsste man jetzt wahrscheinlich mal wieder machen, dass man die Leute nochmal wieder neu zusortiert und sowas. Aber es wird am Ende ist es ein aussichtsloses Micromanagement-Spiel. Das heißt aber nicht, dass die vielen Stunden bis jetzt, es sind ja über 10 Stunden, die wir gespielt haben,
nicht wahnsinnig viel Spaß machen. Und der Neuanfang macht Spaß und man immer Neues auszutütteln macht Spaß. Und das Spiel ist Early Access und in der Entwicklung und das ist auch tatsächlich nicht so alt. Insofern bin ich da sehr optimistisch, dass da noch wahnsinnig viel kommen könnte und dass hier wirklich ein vollwertiges Medieval City Skylines wird. Und da freue ich mich sehr. Und ich danke für die Aufmerksamkeit, ich danke fürs dabei gewesen sein und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder im Studio Winter. Das war's von mir. Gehabt euch wohl. Euer Kumpel sagt Atschüss.